wanna be your saint. Trying hard to be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich melde mich zurück von Phnom Penh. Und ich will etwas ankündigen, und zwar will ich die Videos nicht mehr auf Hochdeutsch machen, weil das gefällt mir nicht so. Es ist besser auf Schweizerdeutsch, weil meine meisten Followers sind von der Schweiz und ja nicht so viel von Deutschland. Und wegen dem ist es besser, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede. Es gefällt auch mir einfacher, natürlich so zu reden, als immer auf die hochdeutsche Sprache. Die kann ich eh nicht so gut. Von dem her, ja, ist besser so. Meine Reise war wie ein Folgeplan. Ich bin auf Siem Reap gegangen. Das ist eine Stadt in Kambodscha. Und nachher auf Phnom Penh, da wo ich jetzt bin. Eigentlich war der Plan mit einem Flugzeug von Hongkong nach Siem Reap zu fliegen. Und von dort her nachher mit dem Bus hierher zu kommen, auf Phnom Penh. Jetzt war es aber so gewesen. Leider, habe ich in Hongkong den Flug verpasst. Also am Morgen bin ich spät aufgestanden, spät den Flug angekommen. Ich hatte es sogar noch geträumt. Und schlussendlich bin ich eben gleich zu spät gewesen. Und nachher bin ich am Flughafen angekommen. Und dann hat es mir gesagt, ja, leider ist es spät, gegen 20 Minuten. So, okay, scheiße, haben wir so ganz am Flughafen warten. 12 Stunden bin ich am Flughafen gewesen, zu Hongkong, habe einen anderen Flug gebucht natürlich. Weil es günstiger war, bin ich auf Bangkok geflogen. Und von Bangkok habe ich den Bus genommen, bin ich hierher auf Siem Reap gefahren und habe dort die Stadt angeschaut. Angkor Wat bin ich angeschaut, das ist etwa 10 Kilometer von der Stadt entfernt. Das ist die grösste Tempelstätte auf der ganzen Welt mit verschiedenen Tempeln auf einem Areal von ungefähr 10 Kilometern. Ja, das war eindrücklich, aber die Stadt hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Also in Siem Reap, dort die Leute und die ganze Umgebung und die Hotels und alles, ist alles so dreckig, schmuddelig und so. Und ein Tumult, und weil die Leute mega arm sind, ist halt immer das Gleiche, sie werden überall abzocken. Und es hat mir natürlich nicht so gefallen, da bin ich nur 2 Nächte geblieben, habe den Bus genommen und jetzt heute bin ich hierher gekommen mit dem Bus. Auf Phnom Penh, das ist jetzt die Hauptstadt von Kambodscha. Und da habe ich jetzt 3 Nächte gebucht. Aber jetzt bin ich hier für 5 Stunden, 6 Stunden. Und ich muss sagen, es gefällt mir einfach nicht. Das Land gefällt mir einfach nicht. Und ich denke, es wird ein bisschen interessanter und ein bisschen besser. Aber nein. Ich kann nicht richtig irgendetwas anschauen. Und es ist einfach nicht so meins. Man kann natürlich auch nicht ins Meer baden, das brauche ich natürlich. Ja, habe ich zwar gewusst, aber dass es so schlimm ist, habe ich nicht erwartet. Darum habe ich in dieser Stadt in Siem Reap nicht so viel gefilmt, oder besser gesagt gar nicht gefilmt. Ich habe nur Bilder gemacht, Fotos gemacht und die blende jetzt gerade ein. Ich bin einfach die Tempelstätte anschauen, habe 2-3 Videos gemacht von der Stadt, aber ehrlich gesagt, es hat mich richtig angeschissen, dort irgendetwas zu filmen. Hey People, ich bin jetzt hier auf Angkor Wat, auf der Tempelstätte. Die grösste Tempelstätte auf der Welt. Ich hatte keine Motivation. Ich war eigentlich im Gym und nach dem Gym ist mir das super gegangen. Ich war neu geboren, perfekt, aber der Rest hat mir wirklich gar nicht gefallen. Und darum, das ist jetzt wieder das erste Mal nach 4 Tagen, wo ich wieder richtig filme. Und ich euch auch mitteilen, dass ich vor allem ein schweizerdeutsches Video machen möchte. Es geht mir auch einfacher, ringen. Und ich werde jetzt von dieser Stadt auch noch wieder ein paar Bilder machen, ein paar Videos. Jetzt filme ich schnell das Gym ab. Jetzt gehe ich nämlich ins Gym, drum da Gaffel Americano. Ja, weil das ist ein ganz cooles Gym, so richtig oldschool-mäßig. Ich mache 2-3 Bilder und Fotos, Videos, was auch immer. Dann, ich werde eben nur 2 Nächte hier bleiben, morgen noch sicher den ganzen Tag. Nachher, übermorgen werde ich abreisen und meine Reise wird weitergehen nach Ho Chi Minh. Das ist Vietnam.
eine Stadt in Vietnam. Gehe ich mit dem Bus und mit dem Schiff, mit dem Boot, will ich auf den Mekong rüberfahren. Das ist das Mekong-Delta. Das ist zwischen Kambodscha, zwischen Vietnam. Das ist ein grosser, breiter Fluss, wo man viel Erlebnis kann erleben. Ja. Ja, und das werde ich sicher machen. Und die Fahrt wird 2 bis 3 Tage gehen, weiß ich noch nicht genau. Und wird sicher ein neues Land sein und hoffen sicher ein besseres Land. Das hier. Es kann nur besser werden. Das ist eine Katastrophe. Ja. Also, jetzt zeige ich euch noch Bilder von dieser anderen Stadt, von Siem Reap und von Angkor Wat, von dieser Tempelstätte. Nachdem bin ich hierher gefahren, auf Phnom Penh mit dem Bus. Und jetzt bin ich hier für 2 Tage, trinke noch ein Kaffee und jetzt gehe ich ins Gym. So, People, das müsst ihr jetzt anschauen. Das ist ein richtiges Gym. Brutal! So viele Leute und ein Huren durcheinander. Das ist eben ein Oldschool-Gym. Ich weiss nicht, alle Leute sind dumm, Max, sie sind dumm.
Schluss oder haben sie einen roten Grind? Also ich weiß auch nicht. Schon krass. Du bist in einem anderen Gym alle Woche lang. Oder besser gesagt in den asiatischen Ländern. Du bist einfach die Nummer 1 Sehenswürdigkeit im Gym. Das ist aber. Aber ich bin in den letzten zwei Wochen bin ich nur zweimal im Gym gewesen. Das gibt es fast nicht. In meiner ganzen Gymzeit, in meinen ganzen Laufjahren, in diesen sechs Jahren, habe ich noch nie so lange Pause gemacht wie jetzt. Aber es geht nicht anders. Wenn man im Zug umreist, muss ich immer ein Gym suchen. Jeden Tag, ich bin am Umsegeln die ganze Zeit. Aber ja, findest du nichts, kannst du auch nicht gehen. Da hast du für drei Stunden. Wow. So, völlig verschwitzt, bin ich auch fertig geworden mit dem Training. Jetzt geht es auf den Heimweg, sind etwa 13 Minuten ungefähr. Nach dem Sport fühlst du dich einfach fit, fühlst dich frisch, fühlst dich wie neu geboren, du hast etwas gemacht, hast deinen Körper ein bisschen aktiviert. Und das merke ich jetzt einfach so gut. Jetzt habe ich eben zwei Wochen fast nichts gemacht und jeden Tag bist du so schlaff und so kaputt. Und ich habe mich nicht richtig gefreut, um irgendetwas zu machen oder vor allem auch nicht zum Essen richtig. Es ist viel weniger natürlich und so bringst du den Körper viel mehr in Umlauf, viel mehr in Schwung. Und es ist auch wieder mehr, es ist auch wieder besser. Freust dich wieder, um etwas gesund zu essen. Sonst habe ich die ganze Zeit nur Süßigkeiten gegessen und, ja, und so Schrott halt.